Rockstar, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, los, komm, hey, Rockstar! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. Sebastian, Freddy, vielen Dank, dass ich euch Zeit nehme, mit uns über Victoria zu reden. Klasse Film, habe ich jetzt vorgestern gesehen. Finde ich wundervoll. Der wurde ja in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht, in einem einzigen langen Take. Hand aufs Herz, Sebastian. Wie viel Wahnsinn muss man eigentlich aufbringen, um sich dafür zu entscheiden, das genau so durchzuziehen? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus Wahnsinn und Verzweiflung und eigentlich Verzweiflung. Das Ding ist ja, das eine ist ja, sich das auszudenken, aber mal ganz ehrlich, wer sind denn bitte die ganzen Wahnsinnigen, die dabei mitmachen? Also das, die Frage muss man eigentlich stellen. Wer sind die ganzen Leute, die sagen, okay. Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei so einer Idee und Herangehensweise durchaus viel Überzeugungsarbeit leisten musste, wahrscheinlich, oder auch eher es nicht. Geht, wie ging's? Es geht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, und das war für mich wahrscheinlich auch schon so, also ich bin erstmal ziemlich direkt auf die Leute zugegangen, mit denen ich arbeiten wollte. Ich bin nicht so ein großer, ich treffe 95.000 Leute und gucke dann mal und sonst wie. Ich wusste schon lange, dass ich mit Freddy zusammenarbeiten wollte. Ich war froh, dass er irgendwie gesagt hat, naja, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, aber wir können das ja mal probieren. Und ich glaube, dass wir alle Lust haben, vielleicht manchmal mehr, als wir denken oder als uns bewusst ist, mal was anders zu machen. Um mal was zu riskieren. Und ich glaube, dass letztendlich eine der Sachen von Victoria, die so abgefahren ist, wir sind eigentlich alle wie in so einen reißenden Strom gesprungen. Und ich glaube, natürlich kann man da Bammel haben, wenn man in so einem Strom schnell da irgendwie so längs schießt. Aber das Gute ist auch, es macht dich ganz wach. Es macht so deine Instinkte und deine Intuition und deine Reaktions... Keine Ahnung, das kalte Wasser, bam, das holt dich irgendwie so ganz nach vorne und erdet dich in dem Moment. Und das ist schon so, ich meine, das ist jetzt ein knappes Jahr her, dass wir den Film gedreht haben, das ist schon so, dass ich da auch so drauf zurückgucke und denke, ja, abgefahren. Wir waren alle so wach und so letztendlich auch irgendwie druff miteinander. Und das ist schon ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, so ist es, ich hatte so das Gefühl, dass es den Leuten so gegangen ist, dann geil, total, kann ich mir alles überhaupt nicht vorstellen, aber lass mal machen. Alles klar. Freddy, wie war es für dich als Schauspieler, als du das erste Mal davon erfahren hast, dass dieser Film wirklich in einem Take gedreht werden sollte? Was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen? Ich habe erst mal gedacht, wir haben uns getroffen in einem Café, dann dachte ich mir, ja, na klar, lass uns das mal ausprobieren, lass uns das mal machen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass sie das ernst meinten. Und habe mich dann aber dafür entschieden, das auch ernst zu nehmen. Und, Gruppenzwang. Ich bin eigentlich so ein Mitläufer-Typ. Selbst Burak? Okay, fuck. Warum macht ihr denn echt mit jetzt? Jetzt, was, der Kameramann, der nörgelt auch nicht. Okay, fuck. So war es ein bisschen. Nee, und dann habe ich mit denen gequatscht und die haben mir irgendwie erzählt, was sie vorhaben. Wir haben gesagt, wir machen Bankraub und wir erzählen nicht, wir machen Bankraub. Wir machen Bankraub. Und wir machen jetzt einen Bankraub. Und dann dachte ich, okay, alles klar, lass uns eine Bank überfallen. Kein Problem. Es gab ja tatsächlich einer von meinen technischen Beratern, wie man so schön sagt, hat ja tatsächlich mal vorgeschlagen, so, wir könnten das ja eigentlich mal machen. Willst du das mal machen? So einfach so, als Recherche. So, Wir haben es auch gemacht, aber wir wurden nie gefasst. Jetzt mal okay. Diese Serie, die es da gegeben hat vor einem Jahr, von den Typen, die immer extrem wenig Geld erbeutet haben, aber, so aber dafür oft. Nee, wir sind hier nicht wegen dem Geld, nur für die Erfahrung. Und ich muss einfach, gib mal so ein Zwanni. Okay. Genau, so war das. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Dreh natürlich nicht ganz ohne Risiken ist und es kann eine Menge schiefgehen in diesen 2,5 Stunden, die man halt am Stück dreht. Und ich habe ja auch gehört, dass es dann 3 komplette Durchläufe gab, bis das Ding im Kasten war. Aber gab es jemals für euch auch einen Plan B, falls das immer und immer wieder schiefgegangen wäre? Wir hätten es geschnitten.
Ihr hättet es geschnitten. Ja, wir haben, ehrlich gesagt, das war Teil des Plans. Das war ein ganz erklärter Plan B, dass wir gesagt haben, auf die Art, wie wir drehen, hat das Material schon so eine andere Qualität oder so. Das fühlt sich, das Material wird sich schon anders anfühlen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise den Trailer anguckt, den ich ehrlich gesagt ziemlich geil finde, dann sieht man das auch. Der Trailer ist ja offensichtlich geschnitten und da merkt man, dass dieses Material, also wie das gefilmt ist, es hat, keine Ahnung, ich benutze immer das Wort, das hat so eine Autorität. Das hat so Shut up. Das hat so einen Shut-up-Gestus. Das ist nicht irgendwie so, da guckt man nicht irgendwie so Schauspielern dabei zu, wie die so tun, als würde gerade irgendwas passieren. sondern dann, man hat das Gefühl, oh, was ist denn da los? Und das war unser Plan B, im Zweifelsfall zu sagen, da müssen wir es schneiden. Und es war auch immer der Plan, zu sagen, wenn wir dreimal schneiden oder so, dann hätten wir es auch gesagt. Es wäre immer noch geil gewesen, hätten wir gesagt, der Film hat 3 Schnitte. Und hat er aber nicht. Es ist halt wirklich der Hammer, dass die Filmgötter an dem Tag, 27. April 2014, waren die, glaube ich, alle besoffen oder verkatert und haben gesagt, ach, dieser eine Typ da, ja, scheiß drauf. Wir erlauben jetzt mal, dass das gut geht. Habt ihr euch dann auch vorher schon so eine Art Obergrenze gesetzt gehabt? So, okay, so und so oft versuchen wir es einfach und irgendwann sagen wir, nee, wir müssen halt irgendwie mit dem Film vorankommen. Ab ja, da Geld, also es kostet dann letztendlich doch viel Geld. Also wir hatten noch Geld für diesen dritten Take und wir wussten es auch. Es war auch gut. Es war auch irgendwie, alles war gut. Alles war genau richtig. Alle Sachen, die in die Hose gegangen sind, alle Sachen, die geklappt haben, die waren alle dafür notwendig, dass es genau an diesem einen Morgengrauen am Sonntag dann alles geklappt hat. So. Schlimmsten Sonntagskind, ne? Ja. Naja, und ich muss halt auch noch mal was dazu sagen, weil Freddy hier so neben mir sitzt. Das ist halt so... Ich habe das ja schon immer mal wieder so, wow, wie ist das Regieführen da? Das Regieführen bei so einem Projekt ist halt viel mehr wie so ein, wie, als wenn man so ein Trainer ist oder so an der Seitenlinie steht und man kann schon mal Sachen reinrufen oder einmal, na, ich kann eigentlich keinen ranrufen und sagen und ihm irgendwas erklären. Hau ihn um! Genau! Der ran an den Mann, tritt ihn weg! aber was wirklich ein Erlebnis für mich ist, das so zu sagen, also so, wenn man jetzt mal sagt, man ist der Coach, man ist der Trainer, man sagt, ihr müsst es so und so machen, ich habe gesagt, ihr müsst nochmal voll reingehen und genau, verabschiedet euch von den Figuren, erlebt, was die erleben, bla bla bla, man kann ganz viele Sachen sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann zu sehen, wie die das dann gemacht haben, das ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Zu sagen, ich drehe einen Film in einer Einstellung, das zu verlangen, auch irgendwie zu behaupten, dass das geht, das ist irgendwie das eine. Aber zu erleben, dass das am Ende wirklich geklappt hat, ist für mich immer noch das größte Erlebnis, was ich irgendwie so als Typ, der sich Sachen ausdenkt oder der irgendwas mit Film zu tun hat, erlebt habe. Ist gar keine Frage. Es ist irgendwie so, bist schachmatt, guckst dir das hinterher an und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Weil du das gerade eben noch erwähnt hat es mit dem Trailer und wie das halt wirkt, halt auch, wie das gedreht ist, dass es auch so nach einer Autorität aussieht und so. Dein Kameramann Stola Grovlin, der hat ja wohl auch eine echte Herkulesaufgabe bewältigt und auch zu Recht einen Preis dafür bei der Berlinale bekommen. Aber gab es jemals auch einen Punkt in der Planungsphase, wo man gedacht hat, okay, ey, wir werden dich da jetzt nicht die komplett 2,5 Stunden durchschicken, vielleicht kann man das irgendwie aufteilen, vielleicht kann man irgendeinen fliegenden Kamera-Operator-Wechsel machen oder stand das etwa nie zur Debatte? Stand nie zur Debatte. Das wäre ja, wenn dann, von ihm gekommen. Er hat das irgendwie so, ich meine, er ist ja auch ein abgefahrener Typ. Ne? Ja. Er ist halt so, der macht halt so wenig Wind um seine Arbeit und ist gleichzeitig so voller Hingabe. Und das ist einfach, der war wie so ein guter Geist, der da immer, also Leia hat mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie dir das geht, Leia hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie gar nicht so eine Erinnerung daran hat, dass er dabei war. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch keine Erinnerung. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich ihn irgendwie mal so gespürt habe. Also, nee. Nee, eigentlich jetzt nicht. Der hat ja so schwarze, war ja wie so ein Fassadenkletterer angezogen, mit so ganz dünnen, so, damit er in der Reflexion mit sich möglichst wenig spiegelt und hat halt auch so eine Attitüde, die so, ist einfach ein ganz unglaublich angenehmer, witziger Typ, der so keinen großen Bohai um sich macht. So, das ist schon ganz toll, dass unsere Wege sich da gekreuzt haben und der dann mit einmal hier angerückt ist und wir dieses Ding zusammen gemacht haben, ist schon Bombe.
Er wird ja auch im Abspann als Erster genannt, noch vor dir. Also ich denke mal, das war dann nochmal so eine Respekt. Das ist eine Verneigung vor ihm. Genau, ja. Also das ist, das muss auch sein. So. Und das ist da, natürlich müssen da eigentlich 5 Namen gleich als allererstes kommen. Aber wir haben halt gesagt, okay, hier die, sag ich mal, die Spieler auf dem Platz, die das Ding wirklich irgendwie weggehauen haben, die sind vor dem Film, haben wir gesagt, die haben da irgendwie ihren Auftritt und nach dem Film ist es Sturla und es finde ich auch schön, dass es so bemerkt wird, weil es natürlich, ich glaube, es hat es auch noch nie gegeben und deswegen sind es 2 Premieren, die irgendwie gut zusammenpassen, finde ich. Weil du auch schon die Hauptdarstellerin Laia Costa erwähnt hattest, was ich wissen wollte, warum habt ihr die Spanierin sozusagen als Hauptfigur besetzt? Also hätte der Film nicht auch einfach als, wie soll ich sagen, rein deutscher Film funktionieren können? Klar, natürlich hätte das, das hätte absolut funktioniert. Aber ich glaube, das ist so, ich, manchmal weiß man ja so gar nicht genau, woher jetzt so Ideen kommen. Hat man so ein, die Frage ist ja gar nicht, ob man eine Idee hat, sondern ob man 3 Tage später die noch gut findet. Und ich fand diese Idee, dass sie Spanierin ist, einfach 3 Tage später und eine Woche später und ein Jahr später auch immer noch gut. Und jetzt denke ich mir so, ja, das hatte auch alles einen Sinn, weil Victoria ist Laia. Und jetzt kann man sagen, ja, man hätte dann auch jemand anders sonst wie, ja, hätte, hätte. Aber das war halt auch total abgefahren. Ich war dann irgendwie, wir waren dann in Barcelona und haben Laia getroffen, so. Und wir waren einfach, das war einfach der Hammer, oder? Ja, wir waren alle verliebt, glaube ich. Ja, wir waren alle, wir konnten es nicht glauben. Sie hat gespielt mit uns auch auf so einem Hotelzimmer, war ein bisschen kleiner als das hier. Und wir haben eine Szene gespielt und auf einmal hat sie uns so umgehauen. Wir standen danach vor dem Hotel, da kam eigentlich noch eine andere Schauspielerin. Und wir dachten so, braucht die Arme. Ja, die Arme, ey, ja, die kann, das geht doch. Und dann ist dann, das war halt, das, im Prinzip, das war, ich weiß auch, als ich die erste Mal, dass ich so das erste Mal Material von Laia gesehen habe, wusste ich schon, die ist es eigentlich. Und dann muss man aber trotzdem, jetzt sind wir schon mal in Barcelona, jetzt können wir auch wenigstens 2 Schauspielerinnen treffen. Und das war halt genau, wie Freddy gesagt hat. Wir haben so Laia getroffen, wir waren so. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, das war halt so ein weiterer Baustein, wo ich so dachte, fuck, das könnte richtig gut werden. Das war mit euch beiden so super. Ja, ja, weißt du, das ist irgendwie, das war sofort so ein blindes Verständnis, so ein hohes Niveau. Das ist ja fand wahrscheinlich auch wirklich für so ein Casting, weißt du, was wir da gemacht haben. So, wir sind da hochgefahren, haben so ein bisschen vorgedreht sozusagen, wie so ein Teaser mit diesem Elevator, wo wir hochgefahren sind. Und es war so, sie hat mich so umgehauen, oder? Sie war so gut. Wirklich, ja, das hat man so bei euch beiden gemerkt, weil ich glaube, das ist dann halt wirklich so ein bisschen halt auch wie Kicker. Naja, du bist aber trotzdem als Schauspieler da und denkst dir, oh mein Gott, was macht sie gerade? Ja, aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich so, wie wenn du in der Mannschaft mit einmal mit einem spanischen Fußballspieler zusammenspielst und denkst, geil. Das ist irgendwie, der Pass kommt geil an, der kommt in der richtigen Höhe mit, der versteht, wie ich irgendwie so. Ja, das ist, so ist das ja, dass man mit einmal denkt, ja, klar, natürlich. Abgefahren. Alles klar. Ich habe gelesen, dass das Skript an sich ja eigentlich nicht so umfangreich gewesen sein soll. 12 Seiten. 12 Seiten und es soll viel bei den Dreharbeiten improvisiert worden sein. Ja, die Dialoge sind von den Schauspielern komplett improvisiert worden. Ja, und dann haben wir halt immer, ich meine, wir haben ja geprobt und wir haben die Geschichte weiterentwickelt während der Dreharbeiten. Also man muss sich überlegen, als wir angefangen haben, gab es den Moment nicht, wo die am Anfang Bier klauen. Den noch nicht mal. Es gab den Moment nicht, wo die aufs Dach gehen. Es gab die Motivation, warum letztendlich die Bank überfallen wird, war eine ganz andere. Das sind Sachen, die erst im Verlauf, also die Geschichte wurde weiterentwickelt und wir haben geprobt und haben ja den Film auch durchgehend mehrmals gedreht und ich glaube, ihr wartet dann schon auch irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich musste eher manchmal sagen, ey, ihr müsst nicht alles immer neu improvisieren. Verlasst euch auch auf die Sachen, die bis jetzt gut funktioniert haben. Ja, ja. Insofern, keine Ahnung, es entstand nicht so, aber ihr wusstet schon so ein paar Eckpunkte, Sätze, so ein paar, oder? Ja, das Schwere war halt immer so, wann gehst du jetzt? Oder, ich glaube, da hast du auch einmal reingewiesen. Ja. Weiter. Aber du musst natürlich auch so erstmal, musst du das erstmal spielen, als du gehst. Ja, klar, kannst du nicht aufstehen und. Aber wie war denn das eigentlich mit dem Dialogen? Hat dich das in irgendeiner Form vorher gestresst oder bist du einfach reingegangen? Nee, ich fand das Gute war, das ist ja dann einfach so, wir sind ja diese Treppen runtergelaufen, also für uns die erste Szene irgendwie, mein Espresso kommt. Siehst du? Ist mein Espresso? Ja. Könnte sein. Gut, ich weiß ja nicht, ob wir das hier auch ungeschnitten machen wollen.
Ich nehme mir gerade mal einen Tee, ne? Ja. Also, ja, erzähl ruhig. Und irgendwann, wir sind halt diese erste Szene, wo wir in den Club runtergehen und alle haben sich davor irgendwie in die Hosen gepisst, was jetzt passiert, und alle hatten irgendwie Angst. Und jeder fühlt sich so allein. Jeder in Buchhack immer so, ich stand nur so noch und denke, diesmal wird's nichts. Und dann gehst du runter in den Club und auf einmal ist es so, wir haben jetzt Spaß. Und er hat immer zu uns gesagt, so, ey Jungs, ihr habt heute Abend Spaß. Macht, weißt du, ihr könnt hier was fühlen, was keiner irgendwie so fühlen kann. Oder seid einfach Blicker, seid Sonne, Boxer und habt Spaß dabei. Und das hatten wir auch. Und dann geht das so. Da denkt man nicht mehr viel, dann hat man einfach Spaß und lacht. Ja, aber das ist halt auch genial gewesen bei euch, dass ihr so, es gab so keine Eitelkeiten unter euch. Weißt? Es gab nicht so, jetzt gehe ich mal nach vorne, so dann bin ich im Null, Club. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber das hätte mit irgendeinem Stinker in dem Team passieren können. Dass man, ich hatte so das Gefühl, ihr habt euch auch alles gegönnt und ihr wusstet auch, ihr braucht euch gegenseitig, um den Flow, um das Ding hinzukriegen. Ja, das musst du auch erstmal machen, so zurücknehmen zum richtigen Zeitpunkt. Das ist total, der andere gerade mal bei Schauspielern. Ja, genau. Okay, zwei abschließende Fragen habe ich noch. Was steht als nächstes für euch auf dem Plan? Was sind die nächsten Projekte? Freddy, ich habe gehört, dass du für eine Neuverfilmung von Das kalte Herz irgendwie gehandelt wirst. Ja, da muss man sehen. Genau, das soll ich spielen jetzt im Sommer, was ganz schön wird, werden soll. Mit Moritz Bleibtreu zusammen. Und da gucken wir jetzt, da ist ja immer noch Förderung. Und wir brauchen immer ein bisschen mehr Geld, als man eigentlich kriegt. Und genau das wird was. Und genau, darauf freue ich mich, ja. Ich muss mal schauen. Ich meine, ich habe den Film ja auch selber produziert, mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet, und das Gefühl ist einfach jetzt, dass wir jetzt auch, wir können jetzt genau gucken, was wir als nächstes machen wollen, und wir müssen uns vielleicht nicht ganz hinten anstellen. Und das ist ein super Gefühl, weil wir haben praktisch Victoria so rausgehauen. Also ich sitze jetzt nicht hier und habe ja 10 Jahre darauf hingearbeitet, bin pleite und total im Eimer und weiß nicht, was ich als nächstes machen soll, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich habe Stoffe im Kopf, die mich interessieren, und ich freue mich wahnsinnig darauf, so jetzt wieder loslegen und weitermachen zu können. Und ich will auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich freue mich halt so, mir geht es so, dass ich so denke, das war für mich als Filmemacher so wichtig, diesen Film zu machen. Und zwar jetzt nicht nur, dann kann ich meinen nächsten Film drehen, sondern auch wirklich, dass man das so sich selber zeigt. Also, dass man es den anderen zeigt, aber vielleicht vor allen Dingen auch, dass man sich selber zeigt, dass man irgendwie was zu der Sache beizutragen hat. Und mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt so Sachen, ich finde, Freddy war auch vorher schon einer der geilsten Schauspieler für mich in Deutschland, für mich persönlich der interessanteste. Und ich finde das, bin halt auch stolz drauf und freue mich darüber, dass das jetzt nochmal mehr Leute so checken und angucken können. Ja, ist einfach so. Freut mich einfach. Und ich glaube, es ist für uns ist halt genauso wie für Sturla. Der hat auch noch keinen Preis vorher gewonnen. Das ist so was ganz Tolles, was zu diesem Film dazugehört, dass wir alle zusammen dieses Erlebnis hatten. Keiner war vorher schon irgendwie so ein Big Dog, sage ich mal, sondern wir waren alle irgendwie noch so, wir wussten alle, wir müssen jetzt mal hier über so eine bestimmte Latte. Wir haben was vor. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Okay, letzte Frage noch. Einen Film in einer einzigen Einstellung drehen, würdet ihr es wieder machen? Auf gar keinen Fall. Ja, die ganzen Leute, die jetzt denken, das mache ich auch, die tun mir so leid. Meinst du, noch mal los? Ich würde jetzt auf jeden Fall noch mal drehen. Also so, weißt du, jetzt noch mal so. Jetzt so treffen auf die alten Abend. Tage. So treffen um 2 morgens, Abholung. Und um 4 Uhr kommen. Ich nicht. Ich glaube schon. Da gibt es da bestimmt natürlich junge, euphorische, hingehungsvolle, wahrscheinlich Filme. Meinst du, gibt's jetzt? Ja klar, die sich dann denken, geil, das mache ich jetzt auch so. Ich werde das nie wieder machen, Alter. Ich habe das Gefühl, dass ich so dass wir über so eine Schlucht balanciert sind und so denken, oh, Gottes Willen, nee, never again.